kann nicht sein, dass mein Vater in einem Unfall gestorben ist. Dass er einfach unschuldig totgefahren worden ist. Der ist in diesem Auto einfach verbrannt. Und dieses Bild habe ich jeden Tag vor Augen. Dass da keiner ist, der jemanden beschützt oder dass jemand ihn noch schnell aus dem Auto holt oder... Dieses zerstörte Auto und diese zerstörte Leiche. Wofür eigentlich? Es ist die eine Zigarette, die eine SMS. In dem Moment 4 Menschen umgebracht zu haben, damit will ich nicht leben müssen. Ich würde gern wissen, ob man das mitbekommt. Ob man das... die Seele noch teilen will oder nicht. Ohne irgendeinen Abschied. Nicht mal Tschüss. Ich würde so einiges geben, um ihn nochmal zu umarmen.